Hör auf, du bist verrückt. Hör auf, das kitzelt. Tony, mein Junge, wie geht's? Hey, du bist früh dran. Wie war's in Nizza? Viel zu viele Vier-Sterne-Restaurants. Ich passe kaum noch in meinen verdammten Anzug. Und? Also, ich kann mich immer noch nicht an den Anblick von 70-jährigen Frauen im Bikini gewöhnen. Die sehen alle aus wie teure Handtaschen. Bist du mit dem Porsche da? Ja. Lass mich nach Hause fahren. Und? Was war los? Sagst du es mir? Was? Na los, komm schon, sag's mir. Ja, na klar. Ich habe eine Yacht verkauft. Und das war ein irrer Trubel. Alle großen Konstrukteure waren da. McKnight, Shimada. Oh ja, es war ein erbitterter Kampf und wir kriegten den Zuschlag. Und Argento war begeistert von unseren Plänen. Total begeistert. Er hat grünes Licht gegeben. Du hast das raus, Cole. Oh, ja, ich bin spitze. Großartig. Das weiß ich. Ich bin zu Hause. Wo ist mein Mädchen? Willkommen zu Hause. Da ist sie ja. Ich hab dich vermisst, mein Engel. Du bist großartig. Du hast wieder gemalt. Woran sie arbeitet, sieht vielversprechend aus. Nenn mich einen Cretino, aber mit Kunst habe ich nichts am Hut. Ich habe hier was für dich. Das ist wunderschön, aber viel zu teuer. In Frau vielleicht, aber in Dollar war es bezahlbar. Das ist wirklich was Besonderes. Für mein Mädchen ist mir nicht zu teuer. Danke. Hast du Hunger? Gregor hat was für dich bereitgestellt. Ich verhungere. Leistest du uns Gesellschaft? Ich muss ins Büro zurück. Das ist dein Problem, Junge. Du arbeitest zu hart. Ich rufe dich später an. Klar. Danke fürs Abholen. Bye, Tony. Das Elixier der Götter. Für mich schmeckt das wie Nitroverdünnung. Komm etwas näher, Baby. Ich hab dich vermisst, Darling. Ich kann ohne dich nicht schlafen. Ich hab dich auch vermisst. Wirklich? Ja, wieso? Ich weiß nicht. Freust du dich wirklich, dass ich zurück bin? Cole, was redest du denn da? So ein
kleines sexy Ding wie du. Ich weiß doch, was ich sehe. Dir machen die Kerle doch jeden Tag Anträge. Falls sie es tun, fällt's mir jedenfalls nicht auf. Ja, komm schon. Wenn dir das so viel ausmacht, dann lass mich doch hier nicht allein. Was soll das heißen? Nichts. Was? Nichts. Ich freue mich, dass du wieder zu Hause bist. Weißt du, an was ich denke, wenn ich weg bin? Nicht an Geld. Nicht an Yachten. An dich. Dich. Er kommt gerade rein. Moment. Toni ist auf dem Weg. Schicken Sie ihn rauf. Okay. Er ist oben. Cole? Was gibt's? Ich fahre nach Oregon und werde einige Marmorproben holen. Wartet dort etwa eine Braut sehnsüchtig auf dich? Schön wär's. Ich habe heute einen Fax aus Rio bekommen. Ah, ja, die Brasilianer. Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, die Sache zu vergessen. Ich weiß, aber sie bieten eine hohe Verzinsung und ich finde... Komm schon, Toni, die Sache stinkt. So ist dein Dad damals auf die Nase gefallen. Er hat seine ganze Kohle in das kubanische Chaos gesteckt. Ich hatte ihn gewarnt. Ich kenne die Geschichte. Dann weißt du auch, wieso ich Mexiko heute leite. Meinst du, ich habe mich gefreut, ihn aufzukaufen? Er hat die Firma gegründet. Aber Bo hat Schiffbruch erlitten. Ich habe ihm doppelt so viel gezahlt, wie die Aktien wert waren. Toni, ich liebe dich. Du bist für mich wie ein Sohn. Aber deshalb habe ich dich nicht angestellt. Du bist der beste Konstrukteur, den es gibt. Aber ich leite die Firma. Also tun wir doch beide weiterhin das, was wir am besten können. Klar. Ich kann dir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn wir drei zusammen sind, wenn ich dir so nahe bin. Er behandelt mich wie einen Gegenstand, besonders wenn er betrunken ist. Versprich mir, dass du mir nie dieses Gefühl geben wirst. Versprochen. Sag, würdest du alles für mich tun? Alles. Okay, fangen wir mit was Einfachem an. Ich hab dich. Wer hat denn wen? Das hier ist nicht gerade das Ritz. Ich war im Ritz. Mhm. Es ist nett dort. Oh. Nein, oh. Das sind meine. Das ist aber nett. Was bin ich, das Zimmermädchen? Hä? Du bist gemein. Oh. Warte, bleib hier. Was ist denn? Tada! Oh, der ist aber hübsch. Ja. Ich finde, er hat dein Lächeln. Ja, das hat er, siehst du? Ich liebe dich. Bis morgen. Ganz ruhig. Ganz ruhig.
Hören Sie, nehmen Sie mein Geld und gehen Sie. Oh, Lissy, bitte. Bleiben wir doch ernsthaft. Findest du wirklich, ich sehe aus wie ein Straßendieb? Woher wissen Sie meinen Namen? Weißt du, das ist ein komfortables Fahrzeug. Sind das alles Extras oder ist das Standard? Was wollen Sie? Weißt du, wir haben etwas gemeinsam. Ich bin auch Künstler. Darf ich dir meine Arbeiten zeigen? Naturaufnahmen, fast alle. Vögel, Bienen. Weißt du, mich interessiert wirklich deine Meinung. Los, weiter. Ein Frühwerk. Oh, Scheiße. Wie ist denn das da reingekommen? Weißt du, Lissy, du bist ein Naturtalent. Die Kamera liebt dich einfach. Und ich liebe es, mit dir und Toni zu arbeiten. Ihr habt so viel Enthusiasmus. Was wollen Sie? Was ich will? Anerkennung. Wertschätzung. Sieh sie dir an. Das ist eine Magie. Weißt du, ich male mit Licht. Ach, tut mir leid. Mein künstlerisches Temperament. Wie viel? Oh, tja. Wir wollen doch nicht, dass Old King Cole ein Riesenloch vorfindet, wo früher einmal sein Bankkonto war, nicht wahr? Also, fangen wir an. In Raten. Wöchentliche Zahlungen von 5.000. Du kannst auch mal eine Rate aussetzen, aber dann werden Zinsen und Überziehungsgebühren auf deinem Konto fällig. Oh, komm schon, keine Panik, Lissy. Ich bin ein vernünftiger Mensch. Ich sag dir was. Wenn wir die 100.000 erreicht haben, höre ich auf. Und dann kriegst du die Abzüge, die Negative und du wirst mich nie wiedersehen, versprochen. Wie kann ich das wissen? Oh, das kannst du nicht. Toni, jemand hat es rausbekommen. Jemand weiß über uns Bescheid. Beruhig dich. Wer weiß etwas? Irgendein Kerl. Es kommt jemand. Ich muss Schluss machen. Oh, Greta. Tut mir leid. Könnten Sie ein paar Handtücher in den Fitnessraum bringen? Cole und ich möchten morgen tauchen. Ja, Ma'am. Du solltest auch ins Wasser, Junge. Das Riff da unten ist großartig. Du weißt doch, dass ich kein toller Schwimmer bin. Ja, mal schade. Hast du Farbe da unten verschüttet, mein Schatz? Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Das sind die Prüfungen und Leiden, wenn man mit einer talentierten Künstlerin zusammenlebt. Und wer lehrt das Netz? Ah, meine Jägerin der See. Keine Kreatur des Ozeans entkommt dem Speer dieses Weibes. Ich werde mich umziehen. Zieh dir auch lieber was anderes an, bevor du diesen Jungen noch auf schlechte Gedanken bringst. Oh, Toni. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin? Er wird es rausfinden. Irgendwann hätte er es sowieso rausgekriegt, selbst wenn es nicht passiert wäre. Ich halte es nicht mehr länger aus. Es tut mir so leid, dass dir sowas widerfährt. Darf ich dir eine ehrliche Frage stellen? Wenn du dich entscheiden müsstest, Elizabeth, Cole oder ich? Du, ich will dich. Dann sagen wir es ihm einfach. Cole ist kein guter Verlierer. Er wird dich ruinieren, Toni. Wenn er es herausfindet, wird es für ihn zu seiner Lebensaufgabe, uns beide fertig zu machen. Wir sagen es ihm nicht.
Ich habe gesehen, was er mit seinen Feinden gemacht hat. Er veranstaltet Treibjagden, um sich zu rächen. Wir müssen bezahlen. Ich habe neulich ein interessantes Foto gefunden. Ein Toast auf die beiden Menschen, die mir auf der Welt am liebsten sind. Ich dachte, das würde dir vielleicht gefallen. Wow, das ist ja Dad. Dein Vater und ich waren Speerfischen vor Cape Lookout. 1962. Ihm verdanke ich fast alles, was ich habe. Er hätte auch jeden anderen einstellen können. Aber er hat an mich geglaubt. Auf deinen Pap. Ich vermisse ihn jeden verdammten Tag. Auf, Dad. Elizabeth? Hm? Oh ja. Auf, Po. Alles in Ordnung? Ich habe es satt zu trinken. Wie kann man denn das Trinken satt haben? Das ist nicht lustig. Du bist jeden Abend betrunken. Du hast fast die halbe Flasche geleert. Und vermutlich werde ich die andere Hälfte auch noch trinken. Entschuldige mich. Elizabeth! Willst du nicht nach ihr sehen? Sie ist schon in Ordnung. Entschuldige mich einen Moment. Wenn du mich noch mal vor dem Jungen so anblasst, dann behandle mich nicht wie ein Kind. Komm hierher. Rühr mich nicht an, du bist betrunken, geh weg! Nette Party, Cole. Dagegen war mein Silvesterfest zum Einschlafen. Wie zum Teufel geht's dir? Großartig. Tomster, hast du genug zu essen? Ja, danke. Hi, Kenny. Hi. Wie geht's Emily? Großartig. Sie hört sich gerade den neuesten Tratsch an. Hey, Tommy. Gefällt's dir hier? Ja. Er ist gerade mit einer Gruppe achtjähriger Mädchen aneinander geraten. Ich glaube, er steht noch unter Schock. Wenn du willst, können wir zum Strand runtergehen und Muscheln suchen. Hast du Lust? Cool. Sie steht auf die ganz Jungen. Und was will sie dann mit dir? Sie kann eben meiner Sanftmütigkeit nicht widerstehen. Hey, Tommy, ich habe eine coole Muschel gefunden. Sieh mal. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Wer ist denn das? Hey, Lissy. Komm, Tommy, wir gehen zurück zum Haus. Oh, du bist aber unhöflich. Komm her! Aber nicht doch. Du verletzt meine Gefühle. Oh, wer ist denn der Kleine? Gehen wir. Hey, Partner, ich heiße Willy. Komm mit, Tommy, wir suchen deinen Daddy. Eine großartige Idee. Ich sterbe nämlich vor Hunger. Gibt es dort was zu essen, Tommy? Ich glaube. Einen Kuchen? Ich glaube schon. Das ist großartig. Ich liebe nämlich Kuchen. Geschieht ihm recht? Wieso kauft auch ein griechisches Boot? Oh, Cole, wenn du könntest, würdest du jedes Boot versenken, das nicht von Mexiko gebaut wurde. Wer zum Teufel ist das? Daddy! Hey, mein Junge, hast du Muscheln gefunden? Alles in Ordnung, Tommy. Komm mit, wir holen dir was zu trinken. Cole Sheridan, was für eine Freude. Ich habe so viel von Ihnen gehört. Tut mir leid, Sir, aber ich glaube nicht, dass wir uns schon mal begegnet sind. Ich bin Willy. Oh, Lissy, hast du nie von mir erzählt? Das trifft mich aber. Meine Cousine, meine kleine Cousine Lissy, was haben wir alles angestellt, nicht wahr, Lissy? Ihr beide müsst euch gut kennen. Sie mag es nämlich überhaupt nicht, wenn man sie Liz nennt. Du hast noch nie etwas von deinem Cousin Willy erzählt, Liz. Aber natürlich, wir haben uns schon öfter in der Schweiz getroffen. Ich bin freiberuflicher Fotograf, klappere die Motels an der Küste. Schwarz-Weiß, Neon, eine Menge Retro-Geschichten, Sie wissen ja, wie es ist. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Oh, das ist Tony Blanchard. Tony, das ist Elizabeths Cousin Willy.
Danke, Sir. Angenehm. Wir bauen Boote. Tony gestaltet die Innenausstattung unserer Yacht. Kennen wir uns nicht? Das glaube ich kaum. Ist es nicht komisch? Sie sind mir richtig vertraut. Was trinken Sie, Willie? Einen kleinen Bourbon? Also, das wäre perfekt. Dann holen wir uns mal was von dem guten Stoff. Ist er das? Ja. Er ist einfach aus dem Gebüsch rausgekommen und hat mich geküsst. Hey, mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Er will Geld, also geben wir ihm Geld. Hey, nicht so neugierig. Ich sehe mir nur deine Sachen an. Wo hast du die Kiste her? Sie ist hübsch. Sie gehörte Dad. Er hat sie auf einem Basar auf den Philippinen gekauft. Ich habe sie vor ein paar Wochen vom Speicher geholt. Alles in Ordnung? Ich habe solche Angst. Komm her. Hi, hier ist Tony. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Ich rufe zurück. Hey, ihr Liebesvögel. Ich bin's. Ich hoffe, ich störe euch nicht gerade. Hey, wir könnten uns heute Abend treffen. Was haltet ihr davon? Ich kenne einen romantischen Ort, Laughlin Lake. Dort gibt's eine Lichtung. Gleich hinter Richmond an der Route 99. Dort steht ein kleines Highway-Schild. Und dahinter fängt ein Waldweg an. Fahr den Weg runter. Ganz durch bis zur Lichtung. 11 Uhr? Vergiss mein Geschenk nicht. Und Lissy, komm allein. Ohne Begleitung. Ansonsten, das Spiel ist vorbei. Ihr verliert. Oh, und Leute, ich war wirklich enttäuscht, dass heute keine Show gelaufen ist. Ich fürchte fast, ihr müsst mir was erstatten. Für mein Ticket. So ein widerlicher Dreckskerl. Du wirst nicht fahren. Wir müssen ihn bezahlen. Nein, ich werde dich nicht fahren lassen. Der Kerl ist ein Irrer. Ich werde mich darum kümmern. Wir haben keine Wahl. Ich fahre. Komm schon raus zum Spielen, Lissy, komm schon. Was ist denn? Habe ich irgendeine Krankheit? Komm raus! Steig aus! Gib mir das Geld. Na los, gib mir das Geld. Na los. Hör auf!
eingeladen. Hol die Pistole! Na los! Erschieß ihn! Erschieß ihn! Keine Wahl. Ja. Sonst hätte er mich getötet. Aber das darf doch nicht wahr sein. Nein, es ist nicht wahr. Alles okay. Alles ist okay. Nein, nichts ist okay. Ich habe gerade einen Menschen getötet. Was soll ich jetzt tun? Wir werden uns was überlegen, okay? Ich habe einen Menschen getötet. Nein, ich kann es nicht glauben. Wir müssen zur Polizei gehen. Das können wir nicht. Wir müssen ihnen sagen, was passiert ist. Wir müssen ihnen die Wahrheit sagen und dann... Und dann werden sie uns einsperren. Wegen eines Mordes. Oh nein. Vielleicht können wir die Leiche beseitigen. Was redest du da? Überleg doch mal, was du da sagst. Du hast einen Mann erschossen, der uns erpresst hat. Er wollte dich töten. Hör zu, uns bleibt gar nicht viel anderes übrig. Entweder das oder wir gehen zur Polizei. Wenn er jemandem davon erzählt hat. Was? Was ist, wenn er jemandem erzählt hat, was er tut? Wovon redest du denn? Von ihm. Was ist, wenn er eine Frau oder eine Freundin hat und ihr davon erzählt hat? Wir sprechen nicht darüber, was sie tun. Das können sie nicht. Woher weißt du das? Ich weiß es nicht. Okay. Okay, dann tun wir's. Tony, da sind noch mehr Bilder. Keine Ahnung, warum er sie dabei hatte. Sieh zu, dass keine Wagen bleiben. Elizabeth, bitte geh in deinen Wagen. Schön. Sehr schön. Das Cockpit ist absolut komfortabel. Perfekt. Aus was sind die Decks gemacht? Aus Teak. Entschuldigt mich einen Moment. Sicher. Wirklich toll. Komm schon, Elizabeth, nimm ab. Hallo? Das wurde aber auch Zeit. Ich war im Bad. Ich habe dich letzte Nacht gar nicht gehört. Ich wollte dich nicht wecken. Ich bin länger bei Marcy gewesen. Sie und Jim haben Probleme. Sie braucht jemanden, bei dem sie sich ausweinen kann. Hast du überhaupt geschlafen?
ein bisschen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche möchtest du zuerst hören? Die gute. Die gute Nachricht ist, dass Lothtrop den Vertrag unterzeichnen wird. Das ist ja großartig. Die schlechte Nachricht ist, dass es noch ein paar Stunden dauert, bis wir alles besprochen haben. Aber das ist nur halb so schlimm, denn wir werden zur Feier des Tages ausgiebig schlemmen gehen. Tony ist auch hier. Ich möchte, dass du herkommst, um mit uns zu feiern. Ich fühle mich eigentlich nicht so wohl. Ach komm, Elizabeth. Ich bin erschöpft. Du bist erschöpft? Bitte, fang jetzt nicht an. Du bist erschöpft. Du schmierst den ganzen Tag Farbe auf irgendwelche Leinwände, als wenn du im Kindergarten wärst. Kein Wunder, dass du so erschöpft bist. Du solltest es dir lieber auch so bequem machen wie ich. Ist alles in Ordnung? Oh, das Geschäft ist großartig. Machen wir es perfekt, aber Elizabeth, sie kann nicht kommen. Sie ist unpässlich. Overton Hallo? Hallo?
Auf die Emily. Möge sie tapfer und sicher der hohen See trotzen. Und möget ihr euch gemütlich und romantisch in eurer Kabine aneinander kuscheln. Schön ausgedrückt. Danke. Cheers. Ich geh schon. Max Comarine? Kannst du dich loseisen? Ich muss dich sehen. Was ist los? Beruhig dich, beruhig dich. Ich brauche dich. Ich muss dich sehen. Ich bin gerade in einer Besprechung. Elizabeth? Ich habe was Schreckliches getan. Was Schreckliches? Wo bist du? Elizabeth, sag es mir. Ich hab's angezündet. Und wovon sprichst du? Das Haus. Cassels Haus. Was? Ich hab seine Adresse gefunden auf einer Quittung in seinem Wagen. Ich musste es tun. Du kannst dir nicht vorstellen, was dort alles war. Ich meine, es gab so viele Bilder. Du hast sein Haus angezündet? Er hatte Filme, Videobänder, Bilder. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Du wusstest nicht, was du tun solltest. Und da hast du einfach sein Haus angezündet? Na toll. Es war niemand da, das schwöre ich dir. Wir werden uns was überlegen. Was? Nein! Elizabeth! Elizabeth? Elizabeth und Cole, trinken wir auf unsere Liebe. Ich wusste, ich würde dich hier finden. Ich habe mir gestern Abend schreckliche Sorgen um dich gemacht. Wo warst du? Ich war... Du willst es mir nicht sagen, hm? Cole, wir müssen miteinander reden. Willst du mich verlassen? Ich weiß es nicht. Können wir es nicht nochmal versuchen? Vielleicht ist es zu spät.
Elizabeth, sag sowas nicht, ich liebe dich. Das stimmt nicht, nicht mehr. Ich sehe dich kaum noch. Und wenn du zu Hause bist, dann trinkst du nur. Du bist inzwischen jeden Abend betrunken. Du machst mir Angst. Du hast dich verändert. Du bist gemein, böse. Du bist ein anderer Mensch. Ich halte das nicht mehr aus, Cole. Ich hasse dich, wenn du so bist. Ich weiß, ich habe ein Problem. Weißt du noch, wie wir zusammen gelacht haben? Wir haben früher immer so viel Spaß gehabt. Erinnerst du dich noch an das kleine Restaurant der Charlotte Street? Gino's? Ja, Gino's. Wir waren dort so glücklich. Wir konnten kaum die Rechnung zahlen. Ich saß immer am Tisch am Fenster und habe auf dich gewartet. Und als du dann die Straße runtergekommen bist, so hübsch, da wurde mir ganz anders. Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum atmen konnte. Hast du deshalb nie was gegessen? Sag nicht, dass es vorbei ist. Sag nicht, dass ich dich nicht liebe. Du bist für mich das Wertvollste, was ich besitze. Ich möchte nicht ohne dich leben. Ich kann nicht ohne dich leben. Und wenn du nicht weggehst, höre ich auf zu trinken. Ich muss nicht trinken. Naja, vielleicht muss ich auch trinken. Ich meine, jeder Trinker braucht einen Grund. Aber ich habe jetzt einen Grund aufzuhören. Bitte, Elizabeth, gib mir noch eine Chance. Fangen wir noch mal von vorne an. Es wird wieder so wie früher. Versuchen wir es. Und wieder haben wir einen wunderschönen Morgen. Die leichte Bewölkung an der Küste wird sich im Laufe des Tages auflösen. Wir machen jetzt weiter mit einem meiner Lieblingsstücke. So süß. Ein süßer Schatz. Wirklich. Und ich liebe dich. Eier und Schinken sind gleichwertig. Könnte ich vielleicht noch joggen? Wenn du dich beeilst. Eier und Schinken, Eier und Schinken, Eier und Schinken, Eier und Schinken. Ich muss mich entschuldigen. Manchmal vergesse ich, wie wichtig dir die Malerei ist. Wenn ich mir all diese Leute hier ansehe, bin ich sehr beeindruckt. Einige gehören zu den Reichsten der Stadt. Du könntest dir glatt ein kleines Taschengeld dazu verdienen. Da ist ja der Junge. Ah, da seid ihr ja, mit der vornehmen Verspätung wie immer. Elizabeth, deine Bilder sind wunderbar. Das hat mir mein Mann auch gerade gesagt. Ich habe gehört, du fliegst morgen nach New York. Ich glaube, wir können das Shimada-Geschäft endlich abschließen. Dein Flug geht doch um 3. Dann kannst du mich mitnehmen. Ich fliege um 4 Uhr nach San Francisco. Okay. San Francisco, das hast du mir gar nicht gesagt. Habe ich nicht. Tut mir leid. Was wird aus unserem Wochenende? An diesem Wochenende ist unser Hochzeitstag und es wird was ganz Besonderes. Mach dir keine Sorgen, ich bleib nur über Nacht. Versprochen? Nur du und ich. Und unser kleines Haus am Meer.
Und bist du immer noch trocken? Ja, 2 Wochen sind's am Mittwoch. Und ich fühle mich großartig. 4 Sätze Tennis heute Morgen. Und jetzt hätte ich gerne ein Mineralwasser. Und was bringe ich dir? Ich trinke das gleiche wie du. Tony? Ich hab noch, danke. Du telefonierst nicht mehr mit mir. Was soll das denn? Ich möchte mich für mein Verhalten in der Bar entschuldigen. Wir sind davongekommen. Mit allem. Wenn wir das schaffen, dann schaffen wir alles. Ich vermisse dich. Und du vermisst mich auch. Hör auf! Das war's dann. Was soll ich jetzt sagen? Ich will, dass du sagst, dass es nicht vorbei ist. Es geht aber nicht anders. Wir haben jemanden getötet. Du hast getötet. Behauptest du, dass das nie passiert ist? Es ist passiert. Aber wir müssen es nicht für den Rest unseres Lebens immer wieder durchspielen. Immer wenn ich dich ansehe, denke ich an jenen Abend. Es ist vorbei, Tony. Honey, sie reden alle über deine Bilder. Wirklich? Die meisten schleimen sich ein, weil sie auf einen Rabatt für ihr nächstes Boot hoffen. Aber einige meinen es ehrlich. Ich bin so stolz auf dich. Und du bist wunderschön. Und ich liebe dich. Lass dich vor dem Drecksack nicht abfinden. Denk dran, du hast ihn an der Angel. Keine Panik, ist nur eine reine Formsache. Danke. Eine 18-Millionen-Dollar-Formsache, genau. Shimada ist eine ehrliche Haut. Da läuft alles glatt. Wie wär's, wenn wir auf das gute Gelingen trinken würden? Ich darf nicht. Ich bin ein Kerl, bei dem es nicht dabei einem bleibt. Ich bin ein Kerl bei dem. Ach komm schon, Cole, du hast schon öfter eingetrunken und bist deshalb noch lang kein Alkoholiker. Vielleicht nicht. Aber ich habe ein Versprechen gegeben und ich werde mein Wort halten. Ed for Kate wird dich heute Abend in jede Bar in San Francisco schleifen. Denkst du, da kommst du ungeschoren davon? Ich habe es vor. Okay. Das wird gut. War nur ein Spaß. Wünsch mir Glück. Zeig's ihnen, Junge. Wir sprechen uns nächste Woche. Soll ich Ihnen noch einen bringen? Oh, nein. Ich brauche nichts. Ich trinke nicht mehr. Guten Morgen, Max Kumarin. Guten Morgen, Tina. Tony, hi. Wie läuft's in New York? Heiß, heiß, heiß. Ist Cole zurück? Nein, er kommt erst heute Abend zurück. Hören Sie, ich kann den Plan für die Kombüse nicht finden. Cole muss ihn rausgenommen haben. Würden Sie mal in seinem Büro nachsehen? Tja, ich bin gerade in Coles Büro. Aber ich sehe leider keine Rollen hier. Tun Sie mir einen Gefallen. Rufen Sie Elizabeth an. Sie soll zu Hause nachsehen. Und wenn er auftaucht, rufen Sie mich zurück. Okay. Danke. Hallo? Oh, hi, Tina. Und wie heißt das Boot? Shogun Knife. Okay, ich werde nachsehen. Bye.
Mein Name ist William Cassell. Ich bin Privatdetektiv im Staate Washington. PI-Lizenz Nummer 1638. Der folgende Videofilm ist das Ergebnis der Überwachung von Elizabeth Sheridan von März 1999 bis zum heutigen Tag, angefordert von ihrem Ehemann Cole Sheridan. Das gesamte Überwachungsmaterial bleibt Eigentum von Cole Sheridan. Er kann bei künftigen gerichtlichen Schritten frei darüber verfügen, einschließlich des Scheidungsverfahrens. Maschine früher genommen. Hattest du eine gute Reise? Oh ja, aber ich muss dir leider etwas gestehen. Ich hatte ein paar klitzekleine Drinks da unten. Ich meine, du weißt ja, wie es bei diesen Geschäftsessen zugeht. Man muss einfach mittrinken. Und dann hattest du noch ein paar Drinks heute beim Mittagessen und noch ein paar klitzekleine auf dem Rückflug. Nicht wahr? Ganz genau. Ich wusste, dass du das verstehen würdest. Du bist sehr verständnisvoll. Ich werde nur noch einen kleinen trinken. Damit ich nicht auf dir einschlafe. Ab morgen bin ich wieder trocken, das verspreche ich dir. Ich habe eine bessere Idee. Wieso gehst du nicht nach oben und nimmst ein Bad? Dann kannst du dich hinlegen und ausschlafen. Und morgen... Hast du es vergessen, mein Schatz? Was vergessen? Wir wollten heute Abend essen gehen zu Ginos. Ich habe mir doch nicht umsonst den Arsch aufgerissen, um die frühere Maschine zu kriegen. Ich muss dir unbedingt etwas erzählen. Hör gut zu. Ich gehe am Flughafen auf die Toilette. Am Pissoir neben mir steht jemand. Rate mal, wer das war. Keine Ahnung. Dein Cousin Willy. Noch mehr Bilder. Du kannst wohl nie aufhören. Lass mich mal einen Blick darauf werfen. Was für eine interessante Farbzusammenstellung. Oh, Vorsicht! Hilf einem alten Mann doch auf. Ich habe eine Woche dran gearbeitet. Es war eine Auftragsarbeit. Ich finde, es hat dadurch gewonnen. Du bist betrunken. Ich sagte doch schon, es tut mir leid. Wirklich? Du hast eine komische Art, das zu zeigen. Hey! Waffenstillstand. Wieso gehen wir nicht nach oben und... Und trinken noch ein wenig? Vielleicht etwas Champagner? Nein, Cole, danke! Du Dreckskerl! Dreckskerl!
Komm schon, Honey. Elisabeth, bitte. Wenn Sie dort noch Abdrücke nehmen würden. Okay. Eine große Harpune, 3, wahrscheinlich 4 Bänder. Aus nächster Nähe abgefeuert. Schon was gefunden? Noch nicht. Weiter so. Kaffee? Danke. Elizabeth, es tut mir leid, Cole. Möchten Sie einen Kaffee? Ja, danke. Mrs. Sheridan, ich bin Detective Crawford. Ich weiß, das ist kein leichter Moment für Sie, Ma'am, aber ich muss Ihnen einige Fragen stellen. Mrs. Sheridan? Er ist tot. Er ist wirklich tot. Ich kann es nicht glauben. Ja, es tut mir leid. Haben Sie irgendeine Ahnung, wer ihn hätte töten wollen? Kennen Sie jemanden, der eine Abneigung gegen ihn hatte? Nein. Er war launisch, das kann Ihnen jeder bestätigen. War er öfter launisch? Ja. Entschuldigen Sie mich. Elisabeth! Würden Sie mich einen Moment allein lassen? Natürlich. Es tut mir so leid für dich. Bist du okay? Ja, ich weiß nicht. Hör zu, ich bin auf dem Weg zum Flughafen. Heute Abend bin ich zu Hause. Da ist noch etwas. Was denn? Ich habe eine Videokassette gefunden. Cassell hat für Cole gearbeitet. Cole wusste von uns. Was sagst du da? Das ist nicht möglich. Ich war genauso überrascht. Und was, wenn er noch mehr wusste? Vielleicht wusste er das mit Cassell und hat nur den Ahnungslosen gespielt. Cassell ist tot. Genauso wie Cole. Elisabeth, du hast doch nicht... Ich habe ihn nicht getötet, wenn du das fragen wolltest. Ist die Polizei bei dir? Ja, und sie stellen viele Fragen. Wo ist die Videokassette? Du musst dafür sorgen, dass sie sie nicht finden. Oh nein, die Kassette ist weg. Hör zu, sprich mit niemandem, bis wir einen Anwalt für dich haben. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Wieso konnte das alles passieren? Hi,
Ich bin Bert Heisen. Tony Blanchard hat mich angerufen. Ich habe zwar einen ziemlich vollen Terminkalender, aber Tony ist ein alter Freund der Familie. Er hat mich ein wenig unter Druck gesetzt. Ich stehe Ihnen jedenfalls zur Verfügung. Es scheint ein ziemlich überzeugendes Beweismittel gegen Sie vorzulegen. Ihre Fingerabdrücke waren auf der Tatwaffe. Ich war's nicht. Kennen Sie den juristischen Begriff über jeden berechtigten Zweifel erhaben? Mein Job, Mrs. Sheridan, besteht darin, bei den Geschworenen eben solche Zweifel zu streuen. Aber angesichts der Beweislage scheint mir hier eher ein anderer Ansatz angebracht. Und wie sehe der aus? Ich glaube, die Geschworenen werden den Fall so beurteilen. Sie töteten Cole, weil sie Angst vor ihm hatten. Sie hatten Angst um ihr Leben. Er hat am Abend zuvor die Tür aufgebrochen, er hat sie geschlagen. Er hat sie vergewaltigt. Und es war nicht das erste Mal. Sie haben das getan, was sie tun mussten, um dem ein Ende zu setzen. Und jeder wird das nachvollziehen können, Elizabeth. Wir plädieren auf Tötung im Affekt. Aus Notwehr. Höchststrafe 30 Monate. Oh, ich kann mir vorstellen, wie das für Sie klingen muss. Insbesondere, weil Sie ihn ja nicht getötet haben. Aber wenn wir auf unschuldig plädieren, und wenn wir verlieren, was mehr als wahrscheinlich ist, dann erwarten Sie 20 Jahre mindestens. Tja, mit einer Verurteilung wegen Totschlags haben Sie natürlich keinen Anspruch mehr auf das Erbe von Mr. Sheridan. Das Gesetz sagt, der, der einen anderen tötet, darf dessen Erbe nicht antreten. Ich werde veranlassen, dass Sie gegen Kaution freikommen. In ein paar Stunden müssten Sie hier draußen sein. Was wird aus der Firma? Das weiß ich nicht. Aber ich kann es in Erfahrung bringen. Bitte. Sie hören wieder von mir. Voraussichtliche Ankunftszeit des Fluges 228 aus New York, 13.15 Uhr. Passagiere können am Terminal 2 abgeholt werden. Für weitere Fluginformationen drücken Sie jetzt bitte die 9. Elizabeth. Hey, was machst du denn hier? Hä? Heisen hat mich gegen Kaution frei bekommen. Tony, Cassell lebt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen? Er war im Garten, direkt vorm Fenster. Ich bin ganz sicher. Ach, das ist doch verrückt. Hast du sein Gesicht gesehen? Nein. Weißt du, in deinem Zustand kann man sich solche Sachen einbilden. Cassell haben wir auf dem Grund des Sees versenkt, okay? Ich weiß nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe recht. Komm jetzt. Ein nettes Essen, ein nettes warmes Bett, okay? Das wäre schön. Ich habe in New York das Geschäft mit den Brasilianern abgeschlossen. Großartig. Ich habe jetzt eine Menge zu tun. Es war wirklich furchtbar im Gefängnis. Ich war so allein. Hör zu. Du hattest eine schwere Woche.
Fahr jetzt nach Hause und leg dich hin. Ich rufe dich morgen an. Sicher? Okay. Dann bis morgen. Ja, Seattle, Washington, William Cassell, K-A-S-S-E-L. Es gibt keinen Cassell. Was ist mit den Außenbezirken? Vielleicht wohnt er nicht direkt in Seattle. Tut mir leid, ich habe keinen Eintrag. Danke. Na also. ...5353 Culhoun Street. Ja? Tut mir leid, wenn ich störe. Ich suche eine Barbara Howell. Oh, das ist meine Tochter. Sie ist gerade nicht da. Ich bin Ora May. Mein Name ist Elizabeth Sheridan. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ich war auf der Highschool mit Ihrem Enkel. Ich wollte mich mal wieder bei Willie melden. William? Ja, wie ich schon sagte, ich war auf der Highschool mit William. Ich habe ihn zufällig am Flughafen gesehen. Oh mein Gott, ich fürchte, Sie haben sich getäuscht. Oh nein, ich bin ganz sicher. Junge Frau, das kann nicht sein. Das war nicht William. Ich habe ihn erst vor ein paar Tagen am Abflugterminal gesehen. Mein Enkel ist an Leukämie gestorben. Das ist schon fast 16 Jahre her. Es tut mir so leid. Sie haben sich eben getäuscht. Ich wollte gerade eine Limonade trinken. Möchten Sie mir Gesellschaft leisten? Nein, ich habe Sie schon lang genug aufgehalten. Ich würde mich freuen. Okay. Das ist sein Highschool-Jahrbuch. Hier ist William. Wo sind Sie? Ein hübsches Foto. Hier ist er als Schulsprecher. Beim Fotokurs mit dem Rugby-Team. Einen Moment. Die Jungs waren unzertrennlich. Dieser Joey Rizzelli, das war ein Unruhestifter. Aber Tony Blanchard war so ein netter Junge. Er war so gut zu William, als er krank wurde. Alles in Ordnung? Was ist denn los? Falls Elizabeth Sheridan, aus welchem Grund auch immer, Max Comarine nicht erben sollte, wird das gesamte Unternehmen an Anthony Blanchard übergehen, der als mein Treuhänder handeln und gelten soll.
Ich sehe Turner freigesprochen. Geschworene erkennen auf Notwehr. Witwe unschuldig am Tod ihres reichen Ehemanns. Bert Hyerson bekommt schwarze Witwe frei. Tony, du hast mich reingelegt. Hallo? Ja, keine Panik, ich hab es. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ja? Hey, mach die Tür auf. Der Pizzamann ist da. Haben Sie meine Bestellung? Weißt du was? Wir sollten uns hier nicht mehr treffen. Wieso warst du bei Sheridan? Ich beobachte gern. Sie ist eine Schönheit, Tony. Es macht mir richtig Spaß, sie zu fotografieren. Willst du Chips? Sie hat dich gesehen. Was hast du dir dabei gedacht? Ha? Willst du uns reinreißen? Weißt du was? Das Leben ist voller Risiken. Ich erinnere mich, dir vertraut zu haben, dass du diese Sauerstoffflaschen an einem Ort versteckst, wo ich sie leicht finde. Was diesen Plan angeht, hatte ich schon meine Bedenken. Und plötzlich war es soweit. Ich schwamm in diesem kalten, kalten Wasser. Naja, und ich muss gestehen, dass mein Vertrauen in dich ernsthaft gelitten hat, seit du mein Haus abgefackelt hast. Willst du mir drohen? Oh. Klingt das etwa nach einer Drohung, Tony? Natürlich ist das eine Drohung. Deshalb habe ich eine Kopie des Videobandes hinterlegt. Weißt du, Risiken müssen versichert werden. Nenn es Krankenversicherung, nenn es, wie du willst. Aber ich musste das Band wieder zurückholen, war nicht leicht zu finden, aber ich habe es für den Fall, dass du auf irgendwelche Gedanken kommst. Es ist mir egal, wenn jemand dieses Band sieht. Es ist mir egal. Das ist Beihilfe zum Mord. Du bist für alles gut bezahlt worden. Wirklich? Hör zu, nachdem ich Old King Cole erledigt habe, ist es an der Zeit für neue Vertragsverhandlungen. Kennst du den ermittelnden Beamten? Ich glaube, er würde das Band äußerst aufschlussreich finden. Es ist eine meiner besten künstlerischen Arbeiten. Aber gib's auf, danach zu suchen. Ich meine, es sei denn, du willst jedes Schließfach an der Westküste aufbrechen.
Was bist du doch für ein Stück Scheiße? Zähl nach. In ein paar Wochen kriegst du die restlichen 50 Riesen. Klar zähle ich nach. Und dann fahre ich Richtung Süden. Ja, du fährst Richtung Süden. Anrufleitung 1. Hallo? Hi, Baby. Ich möchte dich sehen. Hey, wo bist du? Was ist los? Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Oh, wirklich? Ja, wirklich. Und dieses Geschenk wird mir auch wirklich gefallen? Oh ja, es wird dir wirklich gefallen. Ich kann nicht zu viel Arbeit. Das akzeptiere ich nicht als Antwort. Unser üblicher Treffpunkt. In einer Stunde. Hallo? Das Geschenk ist unter dem Kissen. Du musst raten, unter welchem Kissen. Was zum... Wenn du mich liebst, dann spiel mich ab. In ein paar Wochen kriegst du die restlichen 50 Riesen. Klar zähle ich nach. Und dann fahre ich Richtung Süden. Ja, du fährst Richtung Süden. Spirit Falls. Vergiss den Champagner nicht. Elizabeth? Elizabeth! Elizabeth! Tony! Wie hat dir mein Geschenk gefallen? Nimm die Kanone runter. Ich kann dir alles erklären. Ich weiß, was du getan hast. Ich weiß alles. Nein, du denkst nur, dass du alles weißt. Du verstehst es nicht. Du lebst ein Luxusleben, malst deine kleinen Bilder, tust so, als ob du mich liebst. Wofür hast du jemals gearbeitet? Mein Vater hat Max Kumarine im Schweiße seines Angesichts aufgebaut. Mein Vater hat Cole alles gegeben. Nein, Max Kumarine ist mein angestammtes Recht. Und ich hole mir nur zurück, was mir zusteht. Und nichts wird mich daran hindern, das zu tun. Und ich bin die Nächste. Ist es nicht so?
bist krank. Du bist es nicht wert. Bleib hier. Geh nicht! Das ist meine Waffe. Das sind Platzpatronen. Es ist schön hier. Wie geht's Ihnen? Schaffen Sie das alles? Ich versuch's, so gut ich kann. Sie scheinen die Tragödien anzuziehen. Was haben Sie mit der Firma vor? Tony war ein enger Freund der Familie. Und seit dem Tod meines Ehemannes habe ich keinen Fuß mehr in Maxco Marine gesetzt. Ich bin Malerin, keine Geschäftsfrau. Sprechen wir noch mal kurz über die ganze Sache. Uns wurde ein Videoband zugespielt, das jeden Verdacht, Sie könnten am Tode Ihres Mannes beteiligt sein, beseitigt. Alle Beschuldigungen wurden fallen gelassen. Das hat mir mein Anwalt bereits gesagt, danke. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir suchen noch immer den Absender des Videos. Tja, viel Glück. Trapped in his web, 'cause I love him. Should I run?